Nee, der Hurricane-Effekt wird nicht verpuffen. Der Hurricane-Effekt, der wirkt auf so vielen Ebenen, die jetzt auch Ihnen gar nicht böse, aber gar nicht bewusst sein kann, weil Sie ja nicht täglich mit dabei sind. Das geht in der Wirkung in der Kabine, in der Wirkung, wie er auf dem Platz ist, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, seiner Professionalität, seiner Selbstverständlichkeit, wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er in den kleinen am Tag nach dem Spiel, nach so einer Niederlage auftritt, als erster auf dem Trainingsplatz, trainiert mit den ganz normal mit den Reservisten, mit keinem Murren, im Gegenteil, ist derjenige, der da vorangeht, der Lust hat auf Training. Das ist das, was einen wirklich auch begeistern kann, und das ist das, was dann auch einen Marktwert ausmacht zu den Toren und zu dem, was offensichtlich ist, die Torquote in der Nationalmannschaft, die Torquote bei Tottenham. Das macht dann natürlich Harry aus und die großen Persönlichkeiten im Sport aus, und das ist er zu 100%, und deshalb gibt es den Effekt, und deshalb erhöht er unsere Chancen, morgen zu gewinnen, massiv. Natürlich werden wir höchstwahrscheinlich nicht jedes Spiel gewinnen, nur weil er da ist, und auch mit ihm, und auch wenn der Effekt voll eintritt, werden wir nicht jedes Spiel gewinnen können, und trotzdem wird das wirken. Davon bin ich 100% davon überzeugt, deshalb habe ich mich 100% committed und dafür gekämpft, und alles, was ich bisher sehe, wahrnehme und spüre, bestätigt mich darin.